Schaue ich mal, was ich hier so finde. Ein Fernseher mit einem eingebauten Videokassettenspieler. Wenn ich eine Videokassette hätte, könnte ich sie hier ansehen. Hätte ich auch, aber muss ich nochmal zurück in den anderen Raum. Taste F. Ich lese mal, was auf dem Zettel da steht, und dann hole ich die Videokassette. Patient EULR S2321. Patientin hat sich über starkes Unwohlsein und Kopfschmerzen beschwert. In den Krankenflügel eingewiesen, nachdem sie während der Arbeit Oxidationsflüssigkeit erbrochen hat. Krankheitsbild stimmt überein mit jüngsten Fällen im Protektorpersonal. Obwohl wir noch keine Spur haben, was dieses Syndrom auslöst, haben wir ähnliche Krankheitsverläufe bei allen Patienten beobachtet. Am seltsamsten scheint, dass der Krankheitsverlauf des Syndroms in Replika- und Gestaltpatienten ähnlich zu verlaufen scheint. Erstaufnahmeuntersuchung zeigt Hypotonie, hohes Fieber, Dehydration, innere Blutungen, starker kognitiver Abbau innerhalb des ersten Zyklus. Alopecia und Purpura. Innerhalb von 5 Zyklen beginnt Haut sich in großen Stücken abzuschälen. Verlust der Sehkraft und Fähigkeit zu kommunizieren kann folgen. Gestaltpatienten erliegen normalerweise während dieser Phase Infektionen. Bei Replikapatienten gehen die Erfahrungen auseinander. Ich bin mal gespannt, was da weitergeht. Das heißt, ich muss jetzt einmal. Ich muss kurz kontrollieren. Doch, ich muss die Kassette holen. Also einmal runter. Jetzt muss ich gerade schauen, das war gerade hoch, genau. Das ist ein bisschen halt blöd, hat man da nicht unbegrenzt Platz. Okay, ich nehme jetzt mal das Videoband. Die anderen Sachen helfen mir nicht weiter. Ja, wo war jetzt der Raum? Warte jetzt mal. Doch noch mal eins runter. Dann links. Und jetzt kann ich das Videoband ansehen. Der Weg nach Hause. Tür immer geschlossen halt. Ich weiß nicht, ob das von einem deutschen Entwicklungsteam gemacht worden ist. Auf jeden Fall ist da alles auf Deutsch geschrieben. Bitte festhalten. Bujan wird brennen. Ich habe da unten die Türe total übersehen vorhin.
Goldschlüssel nehmen, ja. Okay. Also Munition habe ich kein mehr. Ich habe nur noch einen Elektroschocker. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den da unten benutzen soll. Hier ist sonst nichts mehr relevant, oder? Okay, das habe ich gelesen. Ich muss gerade aufpassen wegen der Tastenbelegung. Man muss zielen und dann C drücken, damit sie den anwenden. Hier sind zwei von denen. Ah, zum Glück, das ist Munition. Mist, ich will nicht. Einige bekommt man relativ schnell runter, die anderen nicht so schnell. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, was es abhängig. Keine Schrotflintenmunition hier. Das heißt, ich muss nachher mal die Waffe wechseln. So, da dazwischen kann ich nicht. Da sind gerade mehrere von denen. Zum Glück können die Türe nicht hineinkommen. Kein Platz mehr. Hier scheint jemand zu liegen. Da habe ich aber keinen Zugriff. Jemand liegt im Sauerstoffzelt. Es fällt mir schwer, sie anzusehen. Ich klicke alles an in der Hoffnung, ich kann was einsammeln oder so. Passiert nichts. Wie ging das vorhin? Benutzen? Ach, kombinieren hätte ich drücken müssen. Jetzt habe ich es auf jeden Fall injiziert. Replika, Soforthilfe, 2 ml Packungsbeilage. Gebrauchsinformation, Information für Anwender. Replika Kreislaufstimulanz Injektionslösung in einem Autoinjektor. Wirkstoff Replika Kreislaufstimulanz. 99,9%. Achtung, extrem wirksam nur für Replika-Anwender. Was ist Replika Soforthilfe und wofür wird es angewendet? Ist eine sterile Lösung in einem Autoinjektorstift zur notfallmäßigen Injektion. KL-STEM-N wirkt sofort im Replika-Kreislauf und stellt Systemgesundheit wieder her. KL-STEM-N ist zum Abwenden von kritischen Systemversagen in Replika-Gestellen der Generation 3 und höher vorgesehen. Ich habe vorhin, glaube ich, gelesen, ich bin, glaube ich, vom Replika-Typ G.
Generation 5, glaube ich. Wie ist Replika-Kahlstimm N anzuwenden? Der Kahlstimm N Autoinjektor kann direkt aus dem Inventarbildschirm benutzt werden. Sie können den Autoinjektor im Inventarbildschirm auch in der Werkzeugslot ausrüsten, um ihn unterwegs zu benutzen. Okay, das wusste ich noch nicht. Um den Autoinjektor unterwegs zu benutzen, halten Sie C für die gesamte Zeit der Injektion gedrückt. Wenn der Autoinjektor im Werkzeugslot ausgerüstet ist, wird er automatisch aktiviert. Wenn das Replika-System sonst versagen würde, Systemversagen wird verhindert und das System wird sofort teilweise wiederhergestellt. Bitte suchen Sie immer medizinische Fachhilfe nach einem abgewendeten Systemversagen auf. Aber wo war denn der Zettel da unter dem oder was? Das heißt, ich könnte den jetzt ausrüsten. Okay. Das heißt aber, es nimmt mir trotzdem einen Platz weg. Ich glaube, irgendwo auf einer Notiz habe ich, glaube ich, mal ein Ding gesehen. Memorandum Wandtresor-Kombinationen. Mir ist zur Kenntnis gelangt, dass mindestens... Ah, das habe ich schon mindestens zweimal gelesen. Eule, alle sind seltsam geworden. Ich glaube, ich bin die Letzte, die übrig ist. Werde ich auch krank werden wie die anderen? Ich habe Angst. Ich will nicht sterben. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Haben wir uns schon mal getroffen? Zuerst war es nur Kommandantin Falke, die krank geworden ist. Ganz langsam hat man dann alle angefangen, sich komisch zu verhalten. Ich traue mich nicht, da rauszugehen. Ich will nicht wie die anderen werden. Okay, jetzt hat sie nichts mehr. Also diesmal ist das mit Buchstaben. Sicherheitssysteme Ritter. Ach, das war irgendein Zettel, habe ich aufgelesen irgendwo. Mit einem Schwert. Ah, hier Schwert, genau. A, N, B, H, S, R, Z, K, E. A-N-Z-K-E vielleicht? A-N-Z-K-E. A-N-Z-K-E. Ich probiere mal das. A-N-Z-K. Und dann Enter. Nein.
schaue es mir nochmal an. Mach mir dann noch mal ein Screenshot davon. Das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Eins, zwei, sieben, neun. A. N. B. H. S R Z K Enter. Ach, bin ich blöd. Ein E gibt es ja auch noch sich gerade. Warte mal. A N B H S R Z, K, E. Enter. A, N. B. H. S. R. Z. EK vielleicht. Und A, N, B, H, S, R, Z, K, Aha, und wenn ich mit dem E anfange, E, A, N, B, H, S, R, Z, K. A N B H S R Z K F E. A N B H S R Z F K E. Was könnte es dann sein?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Auf der neuen Notiz, wo ich einen Screenshot gemacht habe, sind ja 9 Buchstaben. Aber wenn ich zum Beispiel die 8 mit dem F tausche. H S R Z. Nachher die 8 ein F mache, dann ein K und dann ein E. Ich komme gerade nicht nach, weil ich habe keine Ahnung, was ich jetzt eingeben soll. Ich frage mich gerade, ob ich da nur Zahlen reinbekommen kann oder auch Buchstaben. Gut, wenn das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Gut, wenn die 4 wäre eine H, R, H, R, N, H, R, N, was wäre dann die A? Ein F, H, R, N, H, R, N, F,
Also HR N F. Dann nochmal eine 6. Die 6 war ein R. Meine Idee war eben, wenn A eine 1 ist, das so zu... Vier, vier, eins. Okay. Fünf, sechs, vier, vier, eins. Fünf, sechs, vier, vier, eins. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. S. R. S. R S R H H S R R Nee, S R H H S R H H A S R H, H, 1 wäre A. Auch. Sechs, sieben. Sechs, sieben, fünf, acht, null. Sechs. Das wäre R. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das wäre R. Z. R, Z, S, F, E. R, Z, S, F, E. R, Z, S, F, E. Yes, ich hab's rausgefunden.